ich höre eigentlich jeden Tag, Leon, wie kannst du dich so viel bewegen? Woher nimmst du all die Energie? Gib mir mal was von den Pillen, die du da nimmst. Doch ein Mindset hat mir dabei genau geholfen, dass ich viel Energie habe. Und das ist, eliminiere, was dir Energie entzieht. Da möchte ich dir drei Sachen vorstellen, die du auf jeden Fall mal überdenken kannst, was dazu führt, dass du weniger Energie hast. Also, ein Punkt ist ganz klar unser Elternhaus. Du denkst jetzt so, was haben meine Eltern damit zu tun? Ich meine, ich bin doch für mein Leben verantwortlich. Das stimmt. Doch natürlich beeinflussten dich deine Eltern in deiner Kindheit sehr, sehr stark. Und das Interessante dabei ist, als ich diesen Gedanken gehört habe, habe ich mir erstmal gedacht, ja gut, ich habe echt nicht so viel unter Kontrolle, wie ich glaube. Was meine ich damit? Die Generation vor unseren Eltern hat vielleicht noch hart gearbeitet. Ja, es ist Nachkriegszeit und musste auf jeden Fall hart reinklotzen, damit sie das wieder aufbauen. Und da von der Arbeit abends zu kommen und zu sagen, ich bin platt, ist eigentlich ganz verständlich, weil das ist harte körperliche Arbeit gewesen. So, dann haben deine Eltern, meine Eltern genauso, vielleicht dieses Mindset dann noch übernommen. Okay, Arbeit, am Ende man ist platt. Dass diese Verbindung, diese Connection ist entstanden. Und dann sind sie selbst in den Beruf gegangen und fühlten sich abends platt. Doch wenn wir uns heutzutage mal anschauen, wie die meisten Berufe aussehen, dann ist das sitzend, ohne Bewegung. Und das Problem dabei ist einfach, dass du ja nicht wirklich körperlich viel tust, weswegen du körperlich platt bist, sondern dein Hirn. Dein Hirn schaltet einfach aus. Es gibt eine Untersuchung, dass Brain Scans durchgeführt wurden, und zwar von sitzenden Personen und von Personen in Bewegung. Und das Krasse ist, dass das Hirn oder von den Leuten, nicht nur das Hirn an sich, das Hirn von den Leuten mit Bewegung einfach leuchtete wie bei den Kölner Lichtern, wie auch immer. Und auf der anderen Seite, die sitzenden Personen, war echt nur ein minimaler Teil aktiv. Das heißt, du bist nicht überfordert, sondern du bist unterfordert, wenn du einen sitzenden Beruf hast. Und wenn du abends nach Hause kommst, dann bist du nicht wirklich körperlich platt, weil dein Körper kann extrem viel. Guck dir einfach nur die Sportler an, die in Extremsportarten unterwegs sind, Ironmans, Supermarathons oder was auch immer laufen. Unser Körper kann extrem viel. Und ich sag mal, den Vergleich dazu, dass zum Beispiel Dimitri Klokov, einer der besten Gewichtheber der Welt, zum Aufwärmen macht erstmal hier 100 Kilo Kniebeugen, mehrfache Reps, läuft dann 400 Meter, macht dann wieder 100 Kilo Kniebeugen und das ist dann immer sein Ausdauer-Workout. Ja? Und im Vergleich dazu den Weg zur Kaffeemaschine und immer wieder zurück und das 8 Stunden. Das finde ich einfach unglaublich, wie sehr diese Unterscheidung ist oder wie groß diese Unterscheidung ist, wie Menschen ihren Körper benutzen. Auch geil. Und da einfach für dich das Mindset. Schau, wie du mehr Bewegung in deinen Alltag einbaust. Das ist ganz klar. Das sage ich auch immer wieder und das ist für dich auch nichts Neues. Nur vielleicht jetzt mit diesem Hintergrund, dass Arbeit und Platzsein nicht von 8 Stunden Sitzen kommen kann, sondern dass mehr ein Ding ist, was zwischen deinen Ohren passiert, kann dir vielleicht helfen oder hoffentlich hilft es dir, da einen Tritt in den Arsch zu bekommen, zu sagen, gut, ich hole mir ein Standing Desk oder ich nutze die Pause draußen und setze mich nicht noch an die scheiß Cafeteria-Tisch. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Wo wir jetzt bei der Cafeteria sind, ein zweiter sehr, sehr wichtiger Punkt ist natürlich die Ernährung. Ganz klar, wenn wir die ganze Zeit fettiges Essen essen, wenn wir vor allem viel Fleisch essen oder Dinge essen, die unser Verdauungssystem sehr, sehr lange braucht, um zu verarbeiten, dann Verdauung auch wieder braucht Energie, haben wir natürlich nicht so viel Energie für alles andere, was wir machen müssen. Eine Sache, die mir dabei sehr, sehr geholfen hat, ist vor allem abends viel zu essen und über den Tag hin relativ wenig. Wenn du jetzt meine Freundin oder Bekannten in meiner Umgebung fragst, dann werden die dir auch sagen, nee, der Leon isst schon sehr viel, alles im Verhältnis gesehen. Aber eine Sache ist auf jeden Fall klar, wenn ich abends nach dem Training komme, nach Hause komme, dann werde ich da die größte Portion einnehmen, weil dann am Abend ich nicht mehr viel mache. Nicht mehr viel mache, auch wieder in Anführungszeichen.
Und das ist vielleicht eine Sache, die dir helfen kann, um dein ganzes Verdauungssystem auch so ein bisschen aktiv zu halten, vielleicht Sachen zu essen, auf jeden Fall, die nicht dir schnell Energie geben. Sachen Vollkornprodukte ist besser, natürlich, ist klar. Ich meine, das muss ich hier nicht sagen, das ist Common Sense, tut mir leid. Also da müssen wir keine Wissenschaft draus machen. Fettige Sachen, Zucker, bla bla bla. Ja? Und Fleisch ist auch eine Sache, die ich eliminiert habe, nicht nur wegen der ganzen Sachen, dass ich nicht weiß, wo es herkommt und von der Qualität her, sondern auch Verdauung. Ich habe einfach gemerkt, wenn ich das esse, mein Magen, der grummelt und grummelt und grummelt und grummelt und ich ja, habe irgendwie das Gefühl, ich habe nur 50% der Leistungsfähigkeit, die ich eigentlich habe. So, Thema Ernährung abgeschlossen und der letzte Punkt ist natürlich, look, this is a beautiful weather outside. Ein Wetter wie dieses einfach zu nutzen, rauszugehen, die Sonne zu genießen, häufiger in die Natur zu gehen, zum Beispiel nach dem Essen 15 Minuten dich zu bewegen, auch super für deinen Stoffwechsel, nimmt dir die Hälfte ab, was du brauchst, eben zur Verdauung. So, und das ist ein Punkt, der bei mir so ein Shift gegeben hat, als ich mich mit dem ganzen Movement-Thema auseinandergesetzt habe. Dass ich einfach versuche, Kleinigkeiten, die ich sonst sitzend verbracht habe, sei es Nachrichten beantworten auf WhatsApp, geh doch eine Runde um den Block dabei. Oder wenn du nach dem Essen 15 Minuten rausgehen oder deine Lernsachen mitnehmen, ein Buch lesen, whatever. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das wird dir definitiv mehr Energie geben. Und denk nochmal an den Satz von Newton, ein Körper, der in Bewegung ist, bleibt in Bewegung. Also es ist nicht wirklich so der Fall und du adaptierst dich natürlich, dass ich bewege mich so viel, jetzt muss ich Pause machen und sitzen und ich habe überhaupt keine Energie mehr, weil ich mich so viel bewege. Schwachsinn. Also, für mich, meine Erfahrung ist einfach, je mehr ich mich bewege, je mehr qualitative Bewegung ich in meinen Alltag einbaue, desto mehr Energie habe ich. Und I don't need those pills. I don't need that. I'm sorry. Wenn das die Antwort ist, die du dir erhofft hast, dann such dir einen anderen YouTube-Channel oder whatever oder einen anderen Podcast. Aber die Antwort wirst du hier nicht bekommen. Ich hoffe, dass dir diese drei Tipps geholfen haben, so ein bisschen mehr dein Mindset dahingehend zu verändern, mehr Bewegung einzubauen in deinen Alltag. Denn darum geht es. Leben ist Bewegung, Bewegung ist Leben. That's it. Das ist der Punkt für heute. Und ich freue mich, wenn dir das Video oder wenn du das hörst, der Podcast, und wenn du das Video guckst, hör dir auch mal den Podcast an, denn dort werden auch in Zukunft ein paar Dinge folgen, die es nicht auf YouTube, Social Media wise, ist Social Media YouTube, ja, das passt, nicht dort geben wird. Also, ich freue mich, wenn dir das Video geholfen hat. Schreib mir einmal unten in die Kommentare, was du gerne noch für Monkey Mindset Folgen haben möchtest. Und dann schick das Video an einen Freund, der viel zu wenig Energie hat. Das ist das Wichtigste. Subscribe, like, whatever you want to do, and keep moving, stay sexy. Dein Leon.